Hochzeiten im Haus Windsor verändern die britische Monarchie seit Jahrhunderten. Jede neue Braut bringt frischen Wind. Dass Meghan Markle von den Royals akzeptiert wurde, ist enorm. Doch das Märchen wird nicht lange währen. Es ist ein großer Schritt von der mittelmäßigen Hollywood-Berühmtheit zur Gattin eines Prinzen. Möglicherweise ist das mehr Ruhm, als man verträgt. 18 Monate nach der Traumhochzeit brechen Harry und Meghan mit der Monarchie und fliehen nach Kanada. Die bürgerliche Amerikanerin findet sich im Königshaus nicht zurecht. Ein Blick in die Geschichte der Windsor-Frauen hätte sie warnen können. Nach der Märchenhochzeit kommt der Ernst des Lebens. Es gibt im Leben einer königlichen Braut vor allem eine Pflicht, Kinder zu gebären. Und Gutes zu tun. Diana nutzte die Wohltätigkeit als Waffe. Prinzessinnen schütteln Hände, andauernd. Und müssen glamourös sein. Sie werden mit Juwelen überhäuft. Und mit bösen Kommentaren. Sie nannten sie vulgär. Vulgar, vulgar, vulgar. Von einer gnadenlosen Presse gejagt. Der Weg von einer Heiligen zur Sünderin ist kurz. Manche Dinge werden erwartet, andere darfst du keinesfalls tun. Wer das nicht versteht, dem geht's schlecht. Nach ihren Flitterwochen beginnt für Meghan Markle ein völlig neues Leben, geprägt von Reichtum und Privilegien. Ein Royal steht immer vorne, bekommt die besten Plätze, alle Ampeln stehen auf grün. Zu ihren Dinnerpartys kommen einflussreiche Promis. Und wenn sie den Planeten retten wollen, gründen sie einen Hilfsfonds und die Leute werden sich darum reißen, Geld zu spenden. Die Ehefrauen der Windsors führen ein privilegiertes Leben. Geldsorgen kennen sie nicht. Und sie haben immer ein Dach über dem Kopf. Wie viele Prinzessinnen vor ihr zieht Meghan erst einmal in den Kensington-Palast, zu den lieben Verwandten. Der Kensington Palast liegt im Zentrum Londons, ideal, um diskret shoppen zu gehen. Allerdings leben hier auch viele andere Royals. Man sitzt sich auf der Pelle. Als ich mal mit Prinzessin Diana essen war, fragte ich sie, ob sie sich nicht wie in einem Gefängnis fühle. Sie sagte, es ist eher wie in einer Seifenoper. Und jeder beobachtet jeden. Prinz Harry wird im Kensington-Palast groß. Er kennt die Verhältnisse dort. Und entschließt sich, mit seiner neuen Familie auszuziehen. Als Prinz hat er die Wahl und entscheidet sich für ein Anwesen, das ihm seine Großmutter, die Queen, zur Verfügung stellt. Frogmore Cottage, im großen Park von Schloss Windsor gelegen. Hier wohnt das Paar im Grünen, ist aber geschützt vor neugierigen Blicken. Die Queen hält zur Hochzeit ihres Enkels noch weitere Geschenke bereit. Sie verleiht ihm einen royalen Adelstitel. Harry darf sich fortan Herzog von Sussex nennen. Auch seine Angetraute wird mit der Hochzeit zur königlichen Hoheit. Meghan ist von nun an die Herzogin von Sussex. Die Amerikanerin ist damit im Herzen der britischen Monarchie und an der Spitze der Gesellschaft angekommen. Der Titel Königliche Hoheit definiert den Anspruch auf die Thronfolge. Nur Insider tragen dieses Abzeichen. Die Queen gibt,
die Queen nimmt. Nach der Scheidung von Charles darf sich Diana nicht mehr königliche Hoheit nennen und hat keinen Zugriff mehr auf die royale Schmuckschatulle. Ein Zeichen royalen Ranges ist Schmuck. Die Queen hat eine der größten Schmucksammlungen der Welt. Ihre Kollektion ist überwältigend. Camilla zum Beispiel hat 3 Diademe als Dauerleihgabe. Kate trägt das Liebesknotendiadem. Die Queen verteilt den Schmuck nach der Rangfolge der Damen. Eine Prinzessin muss auch aussehen wie eine Prinzessin. Und ein Diadem ist dafür perfekt. Diese Juwelen sind Symbole. Sie haben für die Königsfamilie eine historische Bedeutung. Wenn man so etwas trägt, ist man wirklich ein Teil des Herzens der Monarchie. Auch Meghan muss bei der Hochzeit ein Diadem tragen. Keine wurde so mit königlichen Juwelen überschüttet wie die Amerikanerin Wallis Simpson, Ehefrau des abgedankten Edward VIII. Einzelne Stücke aus ihrer Sammlung erzielen bei Versteigerungen Millionen. Wallis Simpson liebte Juwelen. Sie liebte es, sie durch die Finger gleiten zu lassen. Ein wahrer Juwelenregen, mit dem Edward sie überhäufte. Es ging um einen Status, von dem beide wussten, dass sie ihn nie haben würde. Sie trat als die königliche Hoheit auf, die sie nicht war. Doch ein Diadem würde sie nie besitzen dürfen, das war ihr klar. Das steht nur einer Prinzessin zu und einer Königin. Und die würde sie nie sein. Das Leben einer Prinzessin scheint glamourös. Doch es bedeutet auch harte Arbeit. Das muss Meghan, wie ihre Schwiegermutter Diana, schnell lernen. Ich beneide die Royals nicht. Ewiges Händeschütteln, endlose Bankette und immer muss etwas eingeweiht werden. Royale Pflichten sind gewöhnlicher als der Glamour auf dem roten Teppich. Man trifft eine Menge Fremde, die hoffen, dir die Hände schütteln zu dürfen, und du sprichst mit ihnen über das Wetter. Prinzessin Dianas Märchenhochzeit 1981 ist kaum vorüber, da erfährt sie die ganze Härte der royalen Existenz bei einem Besuch in Wales. Prinzessin Dianas erste königliche Reise war schrecklich. Sie war schwanger, fühlte sich krank, litt unter Bulimie. Es hätte kaum schlimmer kommen können. Dann regnete es besonders heftig. Trotz ihrer Schirme wurde das Paar sehr nass. Sie weinte, aber Charles forderte sie auf, weiterzumachen. Sie wollte nur weg, lächelte aber tapfer. Als Frau eines Windsors musst du ewig mitspielen, wenn du Erfolg haben willst. Freu dich nicht zu sehr über deine ersten Auftritte. Davon wird es viele geben, bis zum Tag, an dem du stirbst. Beim vierten Rundgang des Tages nutzt Diana die linke Hand. Das wirkt unbeholfen, aber sie hält durch. Grauenhaft. Ausdauer gehört dazu und zu wissen, welchen Platz man einnimmt. Immer hinter dem Thronfolger, nicht Dianas Stärke. Eine Ehefrau im Hause Windsor sollte eines nicht vergessen. Sie spielt nicht die Hauptrolle. Bei Charles und Diana ging das schief. Da war Diana der Star. Die Menge hat Diana zugejubelt. Und Charles wusste, die Leute, die er traf, wollten eigentlich Diana. Das kann einen Mann tatsächlich irritieren. Ich müsste meine Frau in 2 Hälften teilen. Er machte Witze, aber tatsächlich war er sehr verärgert, dass seine Frau ihn überstrahlte.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es einfacher wäre, zwei Frauen zu haben. Damit sie beide Straßenseiten abdecken und ich in der Mitte laufen kann, um die Richtung zu bestimmen. Wenn eine königliche Ehefrau überleben will, muss sie sich zurückhalten und dem Mann den Platz im Rampenlicht überlassen. Keiner hat das besser verstanden als Camilla, die zweite Ehefrau von Thronfolger Charles. Sie sieht ihre Aufgabe darin, ihn zu unterstützen. Die Menschen schätzen ihre zurückhaltende Art. Meghan hat Vorbilder. Und dennoch tut sie sich schwer mit ihrer neuen Rolle. Schon bald nach ihrer Hochzeit beklagt sich der ehemalige Fernsehstar über die raue Wirklichkeit ihres Jobs. Viel Spielraum hat sie nicht. In den letzten Jahrhunderten konnten sich britische Frauen nur in drei Bereichen verwirklichen: Kinder, Religion und in der Wohlfahrt. Die royalen Damen werden ermutigt, auf diesen Feldern sehr aktiv zu sein. Jede muss sich um ihr eigenes Profil kümmern, ihren eigenen Schwerpunkt setzen und sich dort beweisen. Wohltätige Arbeit ist Meghan nicht fremd, aber politische Statements sind jetzt ein Problem. Meghan hat eine Menge Freiheiten aufgegeben und ihre Karriere geopfert, obwohl sie hart dafür gekämpft hat. Eine Prinzessin hat versucht, weiterhin berufstätig zu sein. Sophie, die Gräfin von Wessex. Es war ein Desaster. Sie führte eine Werbefirma und man hat sie ausgetrickst. Sophie fällt 2001 auf einen als Scheich getarnten Reporter herein. Sie kommentiert politische Probleme. Ein royales No-Go. Sie wurde gefragt, wie eng ihr Kontakt zur Royal Family ist. Und sie hat sich sehr unvorsichtig geäußert. Riesige Peinlichkeit überall. Danach gab Sophie ihren Job auf. Es ist ein Problem, wenn man als Royal geschäftlich aktiv ist. Entweder man steht im Verdacht, privilegiert zu sein, oder man wird selbst ausgenutzt. Royal und PR-Frau, das geht nicht zusammen. Auch Meghan soll jetzt nur die zweite Geige spielen. Harry ist der Royal, sie hat nur eingeheiratet. Ihre selbstbewussten Kommentare sind plötzlich ein Problem. Frauen haben eine Stimme und die Leute sollten ihnen zuhören. Künftig sind es Taten, die zählen, nicht mehr Worte. Meghan muss lernen, über viele Dinge zu schweigen. Sie hat Donald Trump öffentlich verurteilt und sich weltweit für die Gleichstellung der Geschlechter eingesetzt. Ich will nicht einfach irgendwo auftauchen und nur winken. Wenn ich meinen Namen für etwas hergebe, mache ich auch viel dafür. Zunächst wird Meghan gefeiert. Sie scheint die Monarchie zu modernisieren. Ich liebe an Meghan, dass sie talentiert ist und selbst Karriere gemacht hat. Sie bringt frischen Wind, ist intelligent und spannend. Sie wird etwas bewegen. Sie ist schön. Sie ist erfolgreich. Sie ist eine ernsthafte, aufrichtige Person mit Ambitionen. Sie will auf der Weltbühne etwas bewegen. Ein absolutes Naturtalent. Für sie ist das doch die größte schauspielerische Herausforderung ihres Lebens. Bei den Fans sind Meghan und Harry beliebt. Fotos mit ihnen werden zum Hit in den sozialen Medien. Sie haben viele Follower. Das ist echte Zuneigung. Sie lieben sie
und wollen das Beste für sie. Im Internet wird jeder Auftritt Megans diskutiert. Wie das Erscheinen eines Models in einem Modemagazin. Sie ist wirklich eine Bereicherung für die königliche Familie. Aber ich fürchte, diese verstaubte Institution wird ihre Talente einschränken. Andere royale Ehefrauen haben verstanden, wie sie ihre Rolle zum Wohle des Königshauses ausfüllen müssen. In jeder Lebenslage, auf jeder Bühne eine gute Figur machen, das ist oft ausreichend. Thank you so much and good evening. I'm truly privileged to be here. Eine Prinzessin hat keine Macht, aber Einfluss. Wenn ihr etwas am Herzen liegt, kann sie darauf aufmerksam machen. Wofür sie sich engagiert, wird in den Medien weltweit abgebildet. Darin liegt die eigentliche Stärke, Gutes zu tun. Eine Ikone auf diesem Gebiet ist Diana, die Prinzessin der Herzen. Sie schreibt im 20. Jahrhundert Geschichte, als sie sich für bisher unpopuläre Zwecke stark macht. Prinzessin Diana hatte ihren eigenen Stil. Sie war nicht so distanziert wie die anderen Royals. Diana küsste, liebkoste und umarmte die Menschen. Das machte sie so beliebt. Das ist gemeint, wenn man von frischem Wind spricht. Sie behandelte ihre Mitmenschen als ihresgleichen. Sie sorgte dafür, dass die Monarchie nicht mehr über allem schwebte. Diana beherrscht die Nachrichten, als sie zum ersten Mal AIDS-Kranke besucht und berührt. Diana hat mit einem Vorurteil aufgeräumt. Vorher dachten die Leute, wenn man einem HIV-Patienten die Hand gibt, steckt man sich an. Diana hat viele Kämpfe ausgefochten, weil sie wie Meghan eine eigene Persönlichkeit sein wollte. Es tat weh zuzusehen, wie sie immer wieder mit der Royal Family aneinander geriet. Ich sah sie in Tränen aufgelöst nach einem Treffen mit der Queen. Diana sagte, die Königin hat mich gefragt, warum ich Geld für die AIDS-Hilfe sammle, wieso ich mich da reinziehen ließe. Die Queen meinte, tu lieber was Nettes. Prinzessin Diana nutzte die Wohltätigkeit als Waffe. Es tat ihr gut, dem herkömmlichen royalen Verhalten einen fürsorglichen Anstrich zu geben. Es hatte was von Hollywood. Und ich glaube, Megans Auftritt vermittelt einen Geschmack von diesen schauspielerischen Qualitäten. Die Gefahr ist, dass man sich für eine Berühmtheit hält. Will man Erfolg haben als Royal, darf man sich nicht wichtig nehmen. Es geht um die anderen. Nach der Hochzeit tritt Megans soziales Engagement ohnehin in den Hintergrund. Eine Frage dominiert alles. Wann ist sie endlich schwanger? Megans Freunde und ihre Familie waren sicher, es wird schnell gehen. Mit 36 ist keine Zeit zum Warten. Kinder waren Teil der Familienplanung. Historisch gesehen ist es sinnlos, einen Prinzen zu heiraten, wenn man keine Kinder haben will. Dafür ist man da. Königliche Bräute sind Muttertiere. Der Druck ist hoch. Die Dynastie braucht Erben. Das ist ihr Geschäft. Sie müssen die Monarchie am Leben erhalten. Ist eine Prinzessin erst schwanger, beherrscht das Thema die Nachrichten. Und der Vater wird mit Babygeschenken überhäuft. Es ist sicher sehr hart, wenn ständig jeder wissen will, ob du nun schwanger bist oder nicht. Es ist für jede Frau schwierig, aber diese öffentliche Neugier ist sehr schmerzhaft.
Der Druck ist schrecklich. Die ganze Geschichte Englands ist ja von der Kinderlosigkeit der Frauen Heinrichs VIII. Überschattet. Wenn eine Prinzessin nicht so leicht ein Kind empfängt, ist es ein Albtraum. Können wir bitte das Baby sehen? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut, danke. Ich glaube, alle Schwangerschaften von Sophie waren problematisch. Und Kate litt an dieser lähmenden Morgenübelkeit. Dianas Schwangerschaften waren alles andere als leicht. In der ersten mit Prinz William hatte sie psychische Probleme und verdächtigte Prinz Charles des Betrugs. Während eines Streits stürzte sie sich die Treppe hinunter. Und der Prinz schaute sie nur an und ging weg. Die Neugier war so schlimm, dass die Königin die Zeitungsverleger bat, sich zurückzuhalten und Diana in Ruhe zu lassen, um ihr etwas Freiraum zu verschaffen. Doch ist das Baby da, muss gleich die Pressemeute befriedigt werden. Die Aufregung, wenn ein Baby erwartet wird, gleicht einer Hysterie. Es ist so aufregend. Wir haben so lange gewartet. Es ist wunderbar. Wenn eine königliche Geburt öffentlich sein könnte, würden die Leute versuchen, sie auf Großleinwänden im Hyde Park mitzuverfolgen. Die Presse spielt verrückt. Das Krankenhaus ist umzingelt. Sie übertragen live. Das Ganze wird zu einem nationalen Ereignis, statt ein privates zu bleiben. Wie vor der Geburt von Prinz George 2013. Das große Warten auf Kate. Wir kampierten wochenlang vor dem Krankenhaus, um sie und das Neugeborene nicht zu verpassen. Prinz William wurde auf denselben Stufen von seiner Mutter Diana präsentiert. Heute, 31 Jahre später, ein neuer Prinz und die ersehnten Fotos. Jede andere Mutter, die das Krankenhaus mit ihrem Baby verlässt, will einfach in ein Auto steigen und nach Hause. Außer ihrem Mann wird niemand ein Foto machen. Wenn eine königliche Braut mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus kommt, wird sie von allen fotografiert. Das ist schrecklich aufdringlich. Man muss sich Haare und Make-up machen lassen und glücklich aussehen. Ein grässliches Ritual. Nach dem Baby ist der Look einer Prinzessin ein gefundenes Fressen für die Medien. Nicht jede ist eine geborene Stilikone. Ein Fashion-Fauxpas kann ein wichtiges Event ruinieren. Die Ehre des Königshauses steht auf dem Spiel. Schauen Sie über die Schulter, bitte! Auch hier muss Meghan Tribut zollen. Vorbei die Zeit der sexy Outfits. Meghan Markle ist fascinating from a fashion perspective. Was ihre Mode angeht, ist Meghan faszinierend. Sie ist die erste Prinzessin, von der wir aus der Zeit davor diese riesige Bildersammlung haben. Als Schauspielerin ist sie sehr gestylt, aber auch sehr lässig. Ich liebe meine Shorts und Flipflops und bin so entspannt wie möglich. Wer in die Königsfamilie einheiratet, wird zum Botschafter für die Royals und Großbritannien. Die Monarchie steht für Stabilität in einer wandelbaren Welt. Die Frauen der Windsors transportieren diese Botschaft mit ihrem Kleidungsstil. Die meisten Frauen der Royals waren nicht modisch. Sie trugen ihren charakteristischen Stil. Denken wir an Queen Mary. Ihre Mode entstand irgendwann zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Queen Elizabeth, die Königin-Mutter, entschied sich 1936 für das Mantelkleid. Nach der Abdankungskrise musste die Monarchie erfolgreich sein.
Queen Mum wollte sich dafür in einem neuen Stil präsentieren. Sie wirkte wie ein flauschig weiches Wesen aus einem viktorianischen Gemälde. Ihre Kleider wurden von Norman Hartnell entworfen, um diesen romantischen Eindruck zu vermitteln. Die Frauen der Windsor setzen modische Maßstäbe. Prinzessin Diana lässt legendäre Kleider für sich schneidern. Zu jeder Gelegenheit das passende Statement. Doch auch sie musste erst lernen, stilsicher zu sein. Zunächst erscheint sie brav und bieder. Doch mit der Zeit werden ihre Outfits immer modischer und gewagter. Ihr Kleidungsstil macht sie schließlich zum internationalen Star. Ihr mädchenhafter Auftritt wurde erst nach einigen Schwierigkeiten ausgefeilter. Da gab es dieses Event nach ihrer Verlobung mit Charles, zu dem sie ein sehr tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid trug. Es hätte herunterrutschen können. Schwarzer Taft, schulterfrei und sehr offenherzig. Sie zeigte eine Menge Dekolleté. Das führte zu Hysterie in den Medien. Sogar die wichtigsten TV-Nachrichten diskutierten über ihre Brüste. Als sie sich unserer Kamera im ersten Stock nähert, ist das Schwierigste, die Treppe zu bewältigen mit ihrem langen Rock. Ihr war klar, das war ein Fauxpas. Sie hatte doch gar keine Erfahrung. Aber sie lernte schnell und sie hatte nie wieder so ein Problem. Nun ist es Dianas exquisiter Geschmack, der sie in die Schlagzeilen und auf die Titelblätter der Modezeitschriften katapultiert. So angezogen spielt sie in der Ehekrise ihren royalen Prinzen an die Wand und wird zum Liebling der Designer, die für sie einen unvergesslichen Stil entwickeln. Sie sollte vor allem als britische Prinzessin gesehen werden. Wir suchten also bis in die elisabethanische Zeit nach etwas einzigartig Britischem. Die Zeit von Königin Mary und Königin Alexandra hielten wir für die Wurzeln der modernen königlichen Kleidung. Wir haben deren Stil in die Moderne transportiert. Wir 1989 setzt das perlenbestickte Kleid in Hongkong Maßstäbe. Wir haben uns für Perlen entschieden, weil die für das Geheimnis des Orients stehen. Ich glaube, es waren 20.000. Die Ähnlichkeit mit den rund 100 Jahre alten Bildern von Königin Alexandra und Königin Mary ist nicht zu übersehen. Und dennoch wirkt die Prinzessin modern und stylisch. Nicht jede Prinzessin legt Wert auf ein Modediktat. Sarah Ferguson, liebevoll Fergie genannt, hat ihren eigenen Kopf. Negative Schlagzeilen lassen nicht lange auf sich warten. Fergie geht leider nicht wie Diana als Mode-Ikone durch. Fergie hatte nicht den gleichen guten Geschmack. Sie trug eher extravagante Kleidung. Eine der Privatsekretärinnen der Königin beschrieb sie als vulgär. Es ist unfreundlich, aber viele Leute hatten das Gefühl, dass ihre Kleidung das widerspiegelte.
Es gab zwei Modeschauen an diesem Abend. Die Herzogin begegnet dem Doppel-Event mit ihrem besten und kompliziertesten Kleid. Sarah war häufig selbst schuld. Bei einem Empfang mit Prinz Andrew trug sie eine Stola, die irgendwie einer Bettdecke ähnelte. Sie wurde dafür verspottet. Ihr Sinn für Kleidung lässt einiges zu wünschen übrig. Sie war ein reizendes Mädchen, aber sie war nicht so stilsicher wie Diana. Die Frauen der Prinzen haben aus vergangenen Modetriumphen und Katastrophen gelernt. Herzogin Kate bedient sich oft im Repertoire Dianas. Kate kleidet sich modern und dennoch royal. Sie ist schick, elegant und ladylike. Very elegant, very ladylike way of dressing. Kate's style is always one of decorum. Kates Stil ist nie unpassend. Egal, ob sie schwanger ist oder gerade ein Baby bekommen hat. Sie sieht elegant und kultiviert aus. She looks elegant. She looks refined. Seit Kate die globale Bühne betrat, gibt es den Kate-Effekt. Man nahm an, dass die britische Modeindustrie nur durch sie 1 Milliarde Pfund Gewinn machte, innerhalb ihres ersten Jahres in der Königsfamilie. Die Kleider, die sie in den ersten Tagen trug, waren sofort ausverkauft. Ihr blaues Verlobungskleid war für Geld und gute Worte nicht mehr zu haben. Der Kate-Effekt war unglaublich. Und wir sehen das auch bei Meghan. Diese Handtasche eines schottischen Labels war blitzschnell ausverkauft, als die Braut sie in Nottingham dabei hatte. Und dann gibt es noch diese modischen, sexy High Heels. Als ich das checkte, konnte man sie nirgendwo kaufen. Was mit allem Geld der Welt nicht zu kaufen ist, ist das Wohlwollen des Publikums. Die Presse lässt sich nicht vorschreiben, wie sie einen Auftritt der Royals kommentiert. Bald nach der Hochzeit geraten Meghan und Harry in die Kritik. Zu abgehoben ihr Lebensstil. Meghan Markle hat früher Journalisten angerufen und sie überredet, über sie zu berichten. Sie mühte sich, ein Promi zu werden. Jetzt versucht sie, die Geister, die sie rief, zu bändigen. Die Menschen, von denen sie einst dachte, dass sie Freunde wären, sind jetzt Feinde. Meghan hatte bereits ihre ersten Konfrontationen mit der Presse, die sich auf sie einschließt. Schon wird gefragt, ist sie vielleicht zu begeistert? Umarmt sie die Menschen zu viel? Macht sie ihre Sache zu gut? Als Frau eines Windsors kann man nicht gewinnen. Niemand weiß das besser als die arme Sarah Ferguson. Vor der Hochzeit beteten sie sie an, aber bald schon wurde ihre Energie und Begeisterung zum Problem. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mit Fergie eigentlich schiefgelaufen ist. Die Presse wandte sich gegen sie. Sie benahm sich eben nicht, wie sie es von einer Herzogin erwarteten. All diese Männer hier. Ich liebe dich! Wir sehen uns später. Sie alberte rum. Ich glaube, sie hat ihre Rolle nicht ernst genug genommen. Als Herzogin vertrat sie Großbritannien. Da war ein gewisser Anstand erforderlich. Seien wir ehrlich, sie hat einige Fehler gemacht. Man muss immer damit rechnen, dass irgendwo auf einem Hügel jemand mit einem Teleobjektiv auf der Lauer liegt. Dann gab es dieses unrühmliche Foto mit ihrem Finanzberater. Sie trug einen Bikini in einem Garten in Südfrankreich. Und er schien an ihren Zehen zu saugen. Wer erwartet schon, dass jemand durch die Büsche kriecht, um Fotos von dir zu machen, wenn du dich oben ohne mit deinem Finanzberater sonst? Aber man trifft sich auch nicht mit einem Mann, der nicht dein Ehemann ist.
Sie war in Balmoral, als diese Fotos herauskamen. Die Familie saß um den Frühstückstisch und da war Fergie in dieser schockierenden Szene. Das war das Ende. Der Weg von der populären Herzogin zur Geächteten ist kurz. Umgekehrt dauert es länger. Camilla hat jahrelang die Hölle erlebt. Manche Leute können immer noch nicht ihren Namen sagen, ohne ihn auszuspucken. Während der Krise versteckte sie sich einfach in ihrem Bunker und hoffte, dass der Beschuss aufhört. Sie wurde verunglimpft, versuchte aber nie, sich zu verteidigen, egal wie die Provokation aussah. Sie hat es tatsächlich geschafft, diese außergewöhnliche Wandlung von der total Geächteten bis zur Herzogin. Camillas Widersacherin Diana umwarb die Presse. Und die Zeitungen nutzten ihr Image, um die Auflage weltweit in Millionenhöhe zu steigern. Die Presse hat Diana geliebt. Ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem es kein Bild oder eine Geschichte über sie gab. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war die Monarchie heilig, auch für die Presse. Das änderte sich dann schlagartig. Die Presse verlor damals ihren moralischen Kompass. Tag für Tag gab es schockierende Enthüllungen, sogar Tonbänder mit Liebesgeflüster. Diana führte ein nächtliches Telefongespräch mit ihrem Freund. Er gab ihr einen schlüpfrigen Kosenamen und sie gab zu, dass sie die Royal Family hasste. Ein sehr, sehr peinliches Gespräch. Die Presse hat sich draufgestürzt, genau wie die Öffentlichkeit. Die Presse baut dich auf und sie reißt dich nieder. Diana hat das nie wirklich begriffen. Sie dachte, sie hätte die Presse im Griff. Und eine Weile ging das gut. Aber die Medien haben herausgefunden, dass sie Geheimnisse hatte. Also wurde sie von der Heiligen zur Sünderin. Niemand wirft sich in die Arme der Presse, weil er auf Ärger aus ist. Aber wenn man ihr die Tür öffnet, ist es unmöglich, sie wieder loszuwerden. Nach der Scheidung von Charles 1996 wird Diana zum Freiwild für die Paparazzi. Da helfen auch keine Appelle mehr. Diana hatte keinen Bodyguard mehr. Die Eingriffe in ihr Privatleben waren unanständig. Die Fotografen bedrängten sie, sie solle den Kopf heben oder lächeln. Oder sie beschimpften sie. Es war abstoßend. Wie ihr Bruder bei ihrer Beerdigung sagte, sie wurde mehr als jeder andere Mensch gejagt. Der Umgang der Presse mit Diana ändert alles. Ihre Söhne wehren sich. William sagte irgendwann, genug, sie haben die Grenze überschritten, das hört auf. Und er hat mehrmals Anwälte konsultiert, als Kate verfolgt und oben ohne fotografiert wurde. Und Harry hat das Gleiche getan. Als bekannt wurde, dass er mit Meghan ausgeht und die Presse vor ihrer Haustür kampierte, sagte er ihnen, sie sollten sich zurückziehen. Heute sind die Angriffe subtiler, richten sich gegen die Persönlichkeit. Und Meghan zeigt Nerven. In einem Interview während einer Afrika-Reise beschwert sie sich. Ihr Leben hinter den Palastmauern sei ein Kampf. Nicht viele fragten, wie es ihr gehe. Es sei nicht genug, nur zu überleben. Auch Harry macht seinem Ärger Luft, enthüllt einen Zwist mit seinem Bruder. Sie hätten gute und schlechte Tage. Der Tod der Mutter sei eine schwerende Wunde. Das Klicken der Kameras erinnere ihn immer wieder an diese dunklen Stunden.
Eigentlich sollte Meghan damit umgehen können, wegen ihrer Karriere. Sie war Schauspielerin. Sie kann mit Kameras umgehen. Sie ist versierter als ihre Vorgängerinnen. Wenn das Märchen als solches entlarvt ist, steht einer royalen Ehefrau die schwerste Prüfung von allen bevor: die Scheidung. 1996 ist es für Diana soweit und auch für Fergie. Es wird behauptet, Fergies Abfindung soll etwa 3 Millionen Pfund schwer gewesen sein. Sie bestreitet das. Aber fest steht, nach der Scheidung geriet sie in Geldnot. Dianas Scheidungsstil war fantastisch. Sie musste zwar ihren königlichen Titel und einige Schmuckstücke zurückgeben, aber sie strich 17 Millionen Pfund ein. Wie sagte einer von Charles' Finanzberatern? Sie hat ihn bis aufs Hemd ausgezogen. Wenn die Scheidung überstanden ist, wartet das nächste Problem: wie weiterleben außerhalb der Royal Family? Wenn eine Prinzessin sagt, ich habe genug, ich will da raus, macht die Royal Family dicht. Das kann sehr schwierig sein für die geschiedene Frau. Man kann die königliche Familie nie wirklich verlassen. Das ist wie bei der Mafia. Fergie und Diana stellten nach der Scheidung fest, sie standen nach wie vor im Rampenlicht. Das Leben von Diana und Fergie nach der Scheidung ist wirklich tragisch. Auf sich allein gestellt, ohne Unterstützung. Sie wissen nicht, wie sie mit der Einsamkeit umgehen sollen. Und immer noch ist die Presse ihnen auf den Fersen. Sie werden zum Opfer aller möglichen Menschen, die sie ausnutzen wollen. Gerade noch gehörten sie zum inneren Zirkel und plötzlich werden sie ausgeschlossen. Das Königshaus würde sie gerne aus der Geschichte ausradieren. Und darin ist es ziemlich gut. Wie kann eine Frau der Windsors verhindern, in die königliche Mangel genommen zu werden? Wie kann Meghan überleben? Der einzige Ratschlag, den man einer eingeheirateten Prinzessin geben kann: sieh zu, dass deine Ehe funktioniert. Make your marriage work. Und wenn der Preis dafür ist, die Royal Family nebst Ehemann zu verlassen. Meghan wird auf viele Privilegien einer Prinzessin nun verzichten müssen. Dafür hat sie neue Freiheiten gewonnen. Anfang 2020 lässt sie sich mit Harry und Baby Archie vorläufig im Haus eines Freundes auf Vancouver Island nieder. Nordamerika soll das neue Zuhause werden. Prinz Harry legt viele royale Ämter nieder. Auch den Titel einer königlichen Hoheit muss er ruhen lassen. Es ist ein spektakulärer Bruch mit der Monarchie. Die Queen geschockt, die Fans empört. Für ihn und seine Frau habe es keine andere Option gegeben, betont Harry. Nun kann die ehemalige Schauspielerin wieder eigene Pläne verwirklichen. Sie ist ehrgeizig, sie ist sehr klug. Sie ist Lichtjahre von einer schüchternen Windsor-Braut entfernt. Vor ihrer Hochzeit war die Herzogin von Sussex eine erfolgreiche Influencerin im Internet. Vielleicht schreibt sie ihre Geschichte weiter auf Instagram und Twitter. Auch wenn sie nicht mehr royal ist, bleibt sie doch eine Windsor.